Wir analysieren hier verschiedene Eigenschaften von Operationen in der Menge R. Beginnen wir mit diesem Beispiel. 2 plus 3 macht 5. 3 plus 2 aber auch. Also ist 2 plus 3 genau dasselbe wie 3 plus 2. Und diese Eigenschaft kann man sofort verallgemeinern in der Menge R. Für egal welche reelle Zahlen a und b gilt a plus b ist genau dasselbe wie b plus a. Die Eigenschaft heißt, die Addition der reellen Zahlen ist kommutativ. Man spricht also hier von der Kommutativität der Addition reeller Zahlen. Zweites Beispiel, 2 mal 3, das macht 6. 3 mal 2 aber auch. Also ist 2 mal 3 genau dasselbe wie 3 mal 2. Wir verallgemeinern, für egal welche reellen Zahlen a und b gilt, a mal b ist genau dasselbe wie b mal a. Hier sagen wir auch, die Multiplikation der reellen Zahlen sei kommutativ. Drittes Beispiel, 2 plus 3 plus 4, das bedeutet, wir rechnen zuerst die Klammer 2 plus 3, das heißt 5, und addieren dann die 4, 5 plus 4, das ergibt 9. Jetzt schauen wir diese Rechnung, hier stehen Klammern, es sieht so aus, als wären diese Klammern nach rechts verschoben worden. Hier wird zuerst 3 plus 4 berechnet, 3 plus 4, das macht 7. Und zu dieser 7 wird dann die 2 addiert. 7 plus 2, das macht auch 9, genau wie drüber. Also ist 2 plus 3 plus 4 genau dasselbe wie 2 plus 3 plus 4. Diese Eigenschaft kann man sofort verallgemeinern. Für alle reellen Zahlen a, b und c gilt a plus b plus c ist dasselbe wie a plus b plus c. Man sagt hier, man kann diese Klammern einfach nach rechts verschieben. Aber man muss richtig wissen, was das bedeutet. Diese Rechnung bedeutet, wir rechnen zuerst a plus b und dann wird c addiert. Und hier rechnen wir zuerst b plus c und zu dieser Summe wird dann a addiert. Das Ergebnis ist genau dasselbe. Die Eigenschaft heißt, die Addition der reellen Zahlen ist assoziativ. Also, diese Eigenschaft, diese Klammern verschieben zu dürfen, nennt man Assoziativität. Ein nächstes Beispiel. 2 mal 3 mal 4. Diese Klammern hier bedeuten, wir rechnen zuerst 2 mal 3, das heißt 6. Und diese 6 wird dann mit der 4 multipliziert. Das ergibt 24. Auch hier verschieben wir diese Klammer nach rechts und rechnen hier zuerst 3 mal 4. 3 mal 4, das macht 12. Und diese 12 mal 2, das ergibt dann 24. Das ergibt genau dieselbe Antwort wie drüber. Also ist 2 mal 3 mal 4 genau dasselbe wie 2 mal 3 mal 4. Und diese Eigenschaft können wir auch sofort verallgemeinern. Für egal welche reellen Zahlen a, b und c gilt, a mal b mal c, das ist dasselbe wie a mal b mal c. Die Multiplikation der reellen Zahlen ist also assoziativ. Nächstes Beispiel. 2 mal diese Klammer 3 plus 4. Das bedeutet, wir rechnen zuerst die Klammern. 3 plus 4, das macht 7. Und diese Klammern werden dann multipliziert mit der 2. Also rechnen wir hier 2 mal 7, das heißt 14. Wenn wir aber 2 mal 3 plus 2 mal 4 berechnen, dann rechnen wir also 2 mal 3 macht 6, 2 mal 4 macht 8. Und zu dieser 6 wird diese 8 addiert. Das ergibt auch 14, genau wie drüber. Daraus können wir also schließen, dass 2 mal 3 plus 4
genau dasselbe ist wie 2 mal 3 plus 2 mal 4. Diese 2 ist also verteilbar auf 3 und auf 4. Diese Verteilbarkeit nennt man auch Distributivität. Wir können diese Eigenschaft wieder sofort verallgemeinern. Für alle reellen Zahlen a, b und c gilt, a mal b plus c ist genau dasselbe wie a mal b plus a mal c. Diese Zahl a wird also auf b und auf c verteilt. Die Eigenschaft heißt, die Multiplikation der reellen Zahlen, diese Multiplikation, ist distributiv im Verhältnis zu der Addition der reellen Zahlen. Also diese Multiplikation ist distributiv im Verhältnis zu dieser Addition. Achtung, die Kommutativität stimmt nicht für die Subtraktion und auch nicht für die Division. Zum Beispiel 5 minus 2, das macht 3. Aber 2 minus 5, das macht nicht 3, sondern minus 3. Also ist 5 minus 2 nicht dasselbe wie 2 minus 5. Für die Division 5 geteilt durch 2, das macht 2,5. Aber 2 geteilt durch 5, das macht nicht 2,5, sondern 0,4. Wir schließen also daraus, dass die Subtraktion und auch die Division beide nicht kommutativ sind. Vorsicht bei diesen Rechnungen.